Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem neuen Let's Play zu Outriders. Wir sind immer noch in der Wüste. Wir haben in der letzten Folge leider Jakob verloren. War ein trauriger Moment. War zum ersten Mal so bei Outriders ein bisschen emotional gewesen. Ja, und jetzt würden wir die Hauptstory weitermachen. Wir müssen aber nochmal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Nebens- und Aufträge haben. Ja, wie gesagt, wir sind immer noch in der Wüste und genau hier machen wir jetzt weiter. Viel Spaß mit der Folge. So ein paar Nebenmissionen müssen wir jetzt, glaube ich, noch haben. So ein paar Aufträge und sowas. Und dann machen wir weiter. Tatsächlich gefällt mir die Map. Die Map gefällt mir. Ist ein bisschen mehr Abwechslung. Und, aber trotzdem rege ich mich über das Spiel hin und wieder mal richtig gern auf, weil es einfach zu hardcore ist. Und nervt manchmal. Aber guckt mal, Leute. Das ist schon wieder so ein anderes Szenario. Bock doch, oder? Weg von diesem Dschungel-Ruinen-Szenario. Mal was anderes. Das sieht doch geil aus. Ja, die Grafik. Ne? Okay. So. Ja. Im J-Cup haben wir verloren. Dann gucken wir mal. Ja, alles markieren. Markieren, markieren. Wir hatten eine neue legendäre Waffe sogar erhalten. Mit der einen Mission Voodoo-Kuppler. Level 37, alles. Naja. Naja, machen wir später alles. Alles gut, machen wir alles später. Was wir jetzt aber machen werden, ist hier, wir haben hier eine Nebenmission. Wie ihr wisst, das Übliche, die Hauptmission machen wir zum Schluss. Weiter. Sahidi, ich habe ein paar uralte Reliefs gefunden. Reliefs. Vielleicht sowas wie Hieroglyphen von Augusts Volk. Unglaublich. Kannst du irgendwas erkennen? Nicht gerade mein Spezialgebiet. Vielleicht findest du im Dorf weitere Reliefs. Falls du welche entziffern kannst, erfahren wir womöglich etwas über ihre Geschichte. Leute, ihr werdet lachen. Hey, ich sehe mich um. Jetzt mal ehrlich, jetzt mal Real Talk. Ich wusste ehrlich nicht, dass man die Dinger Relief nennt, beziehungsweise Relief ausspricht. Ich bin immer von Relief ausgegangen. Ey, ihr werdet jetzt lachen. Ein bisschen auch peinlich mit 29 Jahren, aber Relief. Ist das eine blöde Übersetzung oder spricht man das wirklich Relief aus? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Habe ich das mein Leben lang falsch ausgesprochen? Okay, zu meiner Verteidigung, das Wort Relief oder Relief kam vielleicht fünfmal in meinem Leben vor, aber ich habe es fünfmal falsch ausgesprochen. Relief. Relief? Okay. Krass, Relief. Ich komme auch nicht drauf klar. Suche im Dorf nach alten Gravuren. Ja, machen wir jetzt auch hier. Ich brauche aber auch ein paar Gegner. Ich brauche jetzt hier Action. Ich fühle mich so stark wie noch nie zuvor. Wir haben bald das Maximallevel erreicht. Das ist auch schon mal geil. Story noch nicht beendet, aber Max-Level erreicht. Das ist cool. Eine Munikiste. Relief. Oder Relief. Alter, ich bin gerade echt verwirrt. Nach 29 Jahren. Manche Animationen können sich die Entwickler aber auch echt sparen. Ne? Zum Beispiel ist es mir auch aufgefallen beim Ressourcenabbauen. Warum muss das Metall immer erst auf den Boden fallen, damit es aufsammeln kann? Das ist doch unnötig, 2 Sekunden Warterei. Warum kann man nicht einfach in der Luft das Ding schon einsammeln? Oder Eisen, nicht Metall. Black Screen. Okay, Gegner. Boah, hier sind aber echt viele Gegner. Oh. Oh.
Okay, weg. Das passt hier wieder nicht. Das passt hier wieder nicht. Was ist das denn jetzt wieder für Gauner? Wir haben so eine Schutzbarriere, das fand ich schon heftig, oder? Da hinten ist wieder so einer, aber ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Ja, ist zu weit weg. Müssen wir anders regeln. Wir fangen mal hier links an. Okay, hier haben wir. Ich brauche mehrere Gegner nebeneinander. Und die haben alle. Oder kriegen halt alle Damage. Ich muss halt auch nur treffen. Aber im Eifer des Gefechts macht immer schon so ein bisschen Panik. Das verliert man auch. Okay. Kurze Verschnaufpause. Wir töten mal den Scharfschützen da. Ja, geile Waffe. Ich merke einfach, dass ich immer mit Schrotflinte spielen sollte. Man braucht aber auch die anderen Waffen, ne? Aber ich komme hier immer so schwach vor mit meinem Assassin. Das ist einfach nicht dafür gemacht. Die Skillung ist auch komplett verkehrt dafür. Ich denke mal, so ein Technomancer hat genau andere Skillungen für Scharfschützen und sowas. Und man merkt halt, dass der Assassine überhaupt nicht dafür gedacht ist. Der Damage passt halt einfach null. So, dass ich die Kiste gleich nicht mehr finde. Okay, nein, das ist gerade echt falsch. Falsch. Dumme Aktion. Habe ich gemerkt. Okay, da kommt der Boss. Alter, wie viel Leben hat der denn? Bitte stirb doch! Ich sterbe gleich, Leute. Echt viele Gegner. Okay. Hey Zahidi, hier ist eine Art außerirdisches Artefakt. Ich fühle, dass es Energie ausstrahlt. Ich frage mich, ob deine Kräfte es beeinflussen können. So. Die Kiste haben wir. Okay, mal schauen, was passiert. Irgendwas scheiß Gefährliches aus dem Himmel. Ah, bestimmt die Anomalie. Es gab viele Tote, also flohen sie. Vielleicht in Höhlen. Aber wie hätte Augusts Volk dann überleben und solche Dörfer bauen können? Keine Ahnung. Das ist ein unglaublicher Fund. Such weiter. Okay, die Mission geht noch weiter. Das hat sich damit nicht erledigt. Oder ist das so eine Missionsreihe dann? Dieses Alien-Dings da scheint nicht mehr zu reagieren. Vielleicht findest du im Dorf noch mehr. Falls du weitere Erscheinungen auslösen kannst, erfahren wir womöglich die ganze Geschichte. In welchem Dorf? Da. Wo bin ich denn? Du bist hier. Ja, dann porte ich mich hin. Okay, hier war anscheinend nur eine Mission. Kann das sein? Also jetzt nur diese eine Mission, die dann halt alle Maps hier, also alle Gebiete abdeckt. Wahrscheinlich.
Hüter von Enoch. So, neue Gegner. Oh, mit einem Schuss drei Gegner, das liebe ich doch. Das ist immer wieder geil. Oh, hier oben haben wir drei nebeneinander, auch perfekt. Okay, nicht mehr. Aber hier oben. Okay, der Schaden reicht aber diesmal nicht. Ich bin schnell weg, außer den Nahkampf eingesetzt. Okay, da habe ich halbwegs gut aufgeräumt. Ich habe bei dem Spiel manchmal das Gefühl, dass man so random aus dem Nichts auf einmal so rotes Leben hat. So plötzlich ist das ganze Leben weg und man weiß einfach nicht warum. Das fühlt sich noch so ein bisschen broken an irgendwie. Noch. Okay, hier geht's weiter. Oh, da kommt auch noch mal ein Boss. Ich warte mal hier, bis sich die Sachen wieder hier füllen. Die Abnehmzeit weg ist. Dann mache ich mal die Kiste auf. Oh, Joy, das stellst du nur an. So, den nehmen wir direkt mit. Nicht vergessen, von hinten angreifen, um einfach mal 100k Damage zu machen. Warum nicht? Da sage ich nicht nein. Okay, weg, 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 immer mit der Ruhe. Es ist nichts passiert. Hier nicht. Ich mache aber einfach kaum Damage. Okay, ich habe ihn markiert. Wie viel Leben hast du denn, Kollege? Okay. So. Auf der Seite markieren. Okay, das habe ich gut gemeistert. So. Ich wiederhole mich jetzt, aber so halbwegs neues Gegnerdesign, das gefällt mir. So halbwegs neues Gegnerdesign. Gigantenhose. So, aber hier hatten wir nichts mehr. Na ja, kommt. Ich gehe mal weiter. Aus, aber okay. Sie konnten sie wohl ein Stück weit kontrollieren und sich davor schützen. Wie? Ich denke mal, ein Spot kommt noch. Vielleicht durch die Obelisken? Wie im Wald? Das hier zeigt wohl eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Das war bestimmt nicht einfach. Vielleicht ist August im Wald bei dem Versuch zusammengebrochen, uns ganz allein vor dem Sturm zu schützen. Such nach weiteren Reliefs. Reliefs, Leute, Reliefs. Okay, ja, es ist tatsächlich, es waren diese drei Maps, die noch so ein Schloss-Symbol hatten. Maps sage ich jedes Mal, die drei Gebiete mit einem Schloss. Tatsächlich ist es nur diese eine Nebenmission, die alle drei Orte abdeckt. Aber da müsste doch eine heftige Belohnung kommen danach.
Muni aufstocken und weiter geht's. Den Ausgang zum Tor zu den Katakomben nehmen. Achso, hinter mir, okay. Ah, sieht hier geil aus. Oh, da erwartet mich ein geiler Kampf. Ein harter Kampf, bei dem ich wieder tausendmal sterben werde. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Ich habe so eine Art alte Begräbnisstätte erreicht. Überhaupt nicht gruselig hier. Ja, da würde ich mir keine Sorgen machen. Aha, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Sehr, sehr lustig. Oh. Oh, wie machst du denn? Was ist das denn? Wie machst du denn, Kollege? Ja, ihr nicht. Ihr seid damit nicht gemeint. Ciao. Eine kleine Verschnaufpause. Immer schön mit Schrotflinte. Hi. Hallo? 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 Find mich doch. Hallo? Ich kann nicht um die Ecke. Ich kann nicht um die Ecke. Er tötet mich gleich, wenn ich weiter so scheiße baue. Hallo? Eine Kiste haben wir hier nicht. Diese Effekte. Okay. Oh, da höre ich wieder was. Ja, der erwartet mich natürlich wieder. Hallo, hallo, warum haust du jetzt ab? Das bringt dir doch nichts. Ja, komm, erstmal zurück. Haben ja gut aufgeräumt. Boah, dieses oben unten verwirrt mich, muss ich sagen. Das mag ich ja gar nicht, wenn die Gegner so aufgeteilt sind, dass manche oben sind und manche unten. Da komme ich so durcheinander. Jetzt zum Beispiel. Ich achte halt nämlich häufig auf diese Minimap und die roten Spots, also die roten Punkte. Und dann nervt mich das halt mal, wenn es nicht auf meine Etage ist. Ein bisschen so eine Treppe mal finde, krieg so viel Damage. Ja. Komm ich nicht so hoch. Hier. Wisst ihr, was ich meine? Das Spiel ist eh schon voll hart, wenn man dann noch irgendwie 5 Sekunden damit verschwenden muss, irgendwie eine Treppe zu finden. In der Zeit passiert man so einen heftigen Damage. Von wem hin? Mann. Ja.
So, bevor wir hier die Säule aktivieren, gehe ich noch einmal hier. Seht ihr? So, das war's. Oh. Nee, doch nicht. Ich dachte erstmal so ein Bossraum. Aber geht schon in die Richtung. Zum Beobachten gedrückt halten. Okay, ist ein Bossraum. Ah! Wer ist jetzt hier der Boss? Okay, konzentrieren, Leute. Oh! Was ist das? Okay, ich muss erstmal die normalen Gegner töten. Wie komme ich da hoch? Ist mir egal, ich mache diesen Fehler nie wieder. Erstmal die normalen Gegner. Für mich persönlich ganz wichtig. So, und jetzt machen wir uns in den Boss. Ich kassiere wieder mal random Damage. Aber was ist das denn für ein Magier? Was ist das denn für einer? Was bist du denn für ein Vogel? Weg, 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 weg. Ich bin fast down. Das meine ich damit, Leute. Man kassiert hier so viel Damage. Aber eigentlich muss man so ein paar Gegner lassen. Ah ne, doch nicht. Alles gut. Ich nehme alles zurück. Ich dachte mir so, um dann nebenbei noch ein bisschen die Rüstung zu putzen. So wie jetzt. Ich krieg halt Damage, aber fülle auch wieder gleichzeitig meine Rüstung, weil ich normale Gegner töte. Aber letztendlich packen wir theoretisch auch nur ab. Überladung im letzten Moment ausweichen, weil der wird sowieso auf einem Gelenk sitzen. Ah, fast wieder down. Ich glaub's nicht. Blitzstark, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Überladung, kann ich wieder warten und jetzt ausweichen. Das habe ich schon mal gemerkt. Kettenblitz schießt er sofort. Blitzstark, so wieder ausweichen. Nur Kettenblitz ist wichtig. Überladen ist auch wieder easy. Weg. Kettenblitz kommt. Hä? Was? Ketten. Der Nahkampf macht hier diese Slow-Attacke. Blitzschlag. Okay. Überladung ist auch wieder easy. Kettenblitz, wie weiche ich aus? Wie weiche ich da aus, Leute? Das bockt nicht. Blitzschlag. Also ein Angriffsmuster kenne ich ja jetzt.
aber... damit kann ich ihn dann... okay, ich hab vielleicht ein bisschen taumeln lassen. Mit meiner Fähigkeit. Blitzschlag. Ich gehe weg. Ich habe sein Angriffsmuster gecheckt, Leute. Meine Alleinsfähigkeit lasse ich lieber, wenn der Kettenblitz aktiviert wird. Kettenblitz jetzt. Klappt, Leute. Überladung. Komm her. Bin ich heftig oder heftig gerade? Ja, die Nahkampfattacke. Kettenblitz. Und zack. Einfach Stun. Und weg. Überladung. Zack. Ich habe den Gegner studiert, Leute. Außer dieser Attacke. Diese Attacke habe ich noch nicht so gut studiert. Was machst du als nächstes? Kettenblitz. Überladung. Vielleicht hinweg. Blitzschlag. Nicht mit mir, Kollege. Kettenblitz. Boah, Leute. Leute, kommt. Kettenblitz. Kettenblitz. Warum triff ich denn die Attacke? Ich lauf doch weg. Weg. Komm, ich hab ihn gleich. Ich hab den Gegner studiert, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich hab noch eins gefunden. Beschreib es mir mal. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Natürlich habe ich mich jetzt extra so ein bisschen gepusht. Aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich einen Gegner vernünftig verstanden habe. Normalerweise war Outrider das für mich schon immer ballern. Getötet werden, zu viel Damage Tod und draufballern, warum haben die so viel Rüstung, warum dauert der Kampf so lange. Jetzt habe ich aber zum ersten Mal einen Gegner verstanden, Angriffsmuster studiert, so Demon Swords mäßig, dass ich halt irgendwann wusste, okay, das und das muss er machen, was ich dann wiederum machen muss, ist dann das und das. Und ja, ich hatte den Kampf drauf, muss ich sagen, ich hatte da alles unter Kontrolle. Mit dem Blitzschlag, ja, war ich mal so ein bisschen spät dran. Aber man hat halt gemerkt, dass da so eine Struktur drin war. Der Kampf hat mir Spaß gemacht. Aber ihr habt ja gesehen, er hat so viel Leben gehabt. Der Kampf hätte, ohne das auswendig zu wissen, was er gleich machen wird, hätte der Kampf ewig gedauert. Geil. Habe ich echt gut gemeistert. Okay, hier ist das letzte Relikt. Nicht, dass es auch Relikt heißt und ich habe mein Leben lang Relikt gesagt. Das sieht wie eine Zeit ohne Anomaliestürme aus, als es den Perks gut ging. Als es auf Enoch ein Gleichgewicht gab. Haben Sie es geschafft, die Anomalie zu stoppen? Oder zeigt das die Zeit vor dem Sturm? Aber Sie konnten die Anomalie nur kurzzeitig in Schach halten, bis diese alle Perks ausgelöscht hat.
wie sie uns auslöschen wird, wenn wir scheitern. Und über unser Schicksal wird niemand lesen. Okay. Jetzt müsstest du ordentlich Erfahrung bekommen. Okay, ich habe genug von der Geschichtsforschung. 105 Titan. Jetzt ist wieder Überlebenskampf angesagt. Okay. Enge Bande. Ich habe nichts mehr, ne? Alle Gebiete hier sind offen. Dann reisen wir mal kurz wieder zu unserem Camp. Was mich aber tatsächlich mal interessiert, ist einmal, Moment, hier Weltstufe. Ich möchte mal die Beschreibung von meiner Weltstufe gerne erfahren. Gegnerische Stufen sind plus, achso, die Weltstufe ist übrigens Inferno. Schwierigkeit Inferno. Theoretisch gesehen, Moment. Überlegt mal. Jetzt einfach mal überlegen. Das vergisst man voll oft. Die normale Schwierigkeit bei Outriders ist Weltstufe 3. Normal. Gegnerische Stufe unverändert. Stufe der Beute 0. Seltenheit, also alles Standard. So würde man theoretisch fast, also ich würde behaupten, 70% aller Gamer zocken ein Spiel meistens auf normal. Weder auf einfach noch auf schwer. Dann gibt es ein paar Ausnahmen, ist ja klar. So, theoretisch müsste ich jetzt Outriders auf normal spielen, um das Spiel normal zu spielen, halt, wie man jedes Spiel durchspielt. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass ich ja das gesamte Spiel immer mit der höchsten Weltstufe spiele, also ich meine, überleg mal, Weltstufe 3 ist normal und ich zocke einfach mal auf Weltstufe 11 die ganze Zeit. Das ist Weltstufe 11 Inferno, gegnerische Stufe plus 8 und ja. Ich überlege jetzt, was würde passieren, wenn ich auf normal spiele? Muss ich dann die Gegner einfach nur anrülpsen und die sterben? Muss ich furzen? Oder, also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja jetzt schon so, dass man, klar, man nimmt unnormal viel Damage, man muss auch ordentlich Damage austeilen, aber viele Gegner sterben trotzdem sofort mit meiner Pumpgun. Was ist dann bei normal? Reicht es aus, einen Handstand zu machen und alle Endgegner sind besiegt, oder was? Also bei Outriders finde ich das halt immer noch so, das System ist cool, aber irgendwie auch komisch. Naja. Ich habe auch immer so einen Tick, ich darf nie so Zahlen haben. Ich muss immer alles als gelesen markieren. Ich hasse das, das sieht so unordentlich aus. Das ist der Autist in mir. Bin ich noch hier? Ich sollte da oben begraben liegen. Es hätte mich treffen sollen. Da haben wir eine wiederholbare Mission? Nee. Wir müssen los. Geil. Aber es bleibt noch beim Wüstengebiet. Ja, es bleibt noch beim Wüstengebiet. Ah, nein! Nicht unbekanntes Gebiet. Ah, ich musste nach oben reisen. Jetzt habe ich uns alle gespoilert. Hier geht doch die Hauptmission gar nicht weiter, oder? Was zum Teufel? Habe ich jetzt Mist gebaut? Bin ich jetzt... Habe ich eine Map übersprungen? Das sind unsere Trucks. Keine unserer Expeditionen hat den Dschungel überlebt. Wie ist denn das möglich? Wenn sie vom Wald kamen, fahren sie in die falsche Richtung. Nein, seht noch mal hin. Das sind nicht unsere. Also Feinde? Oh mein Gott! Ist das eine Brennstoffzelle? Solche Technik habe ich noch nie gesehen. Wer zur Hölle waren die? Wer immer sie waren, sie sind tot. Das war ein Massaker. Wir müssen hier weg. Shana, wir brauchen einen Unterschlupf. Los zu den Felsen. Okay, Moment. Ich muss. Na, jetzt komme ich hier nicht weg, ne? Oder war ich hier schon richtig?
Ja, anscheinend schon. Naja, kommt. Ich kann jetzt erstmal nicht zurück, denn das wird wohl doch richtig gewesen sein. Dann war ich nicht bei den Dünen, weil bei den Dünen, das war ja auch schon so ein Wüstengebiet. Und dann oben war diese Uznak oder wie das hieß. Und ich dachte, diese Uznak habe ich übersprungen. Aber wahrscheinlich war ich bei dieser einen Map schon bei Uznak gewesen. Und jetzt ist das das unbekannte Gebiet. Ich glaube, Bin das ich passt doch. verrückt oder hast du auch das seltsame Gefühl, dass diese Stürme uns folgen? Ja, das gefällt mir gar nicht. Bleib zurück. Ich mach den Weg frei. Das verstehe ich nicht. Woher hatten die Rebellen funktionierende Fusionszellen? Das waren keine Rebellen. Die Elektronik in diesen Trucks muss auch in der Wüste Okay, funktioniert ist aber haben. echt weitläufig hier gerade. Vor langer Zeit. Wer zur Hölle waren sie dann? Kamen sie auch von der Florence? Kolonisten, die vor einem anderen Ort auf den Oh Planeten geschickt nee, wurden? bitte nicht. Bitte Eine nicht solche Fliegen. Bitte nicht. geheime Bitte nicht. Tja, Wenn die auf dem Boden liegen, kann das ausnutzen. Wobei man echt kaum. Alter. Ciao. Boah, ist aber echt nervig. War das jetzt der Loot? Okay. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht nur diese Flugviecher. Die kann ich ehrlich überhaupt nicht ab. Okay, normale Gegner. Ich muss immer aus Versehen Nahkampf. Okay. Easy. Thiago, hat August was Hilfreiches gesagt? August ist. Level 30 habe ich das erreicht. Ich habe August schon verängstigt erlebt, aber da war auch immer Neugier in diesem Blick. Jetzt sehe ich nur Furcht und ich weiß nicht warum. Ich habe doch jetzt mit Level 30 das Max-Level gleich erreicht. Ich hoffe, ich kriege noch Klassenpunkte, weil die letzten beiden Fähigkeiten würde ich auch noch gerne freischalten. Was war das nochmal? Ne, sogar die mehrere 3 Punkte brauche ich eigentlich. Füge. Ne, Moment. Erhöht den Schaden durch Angriffswaffen um 12% und Schrotflinten um 2. Das sind nochmal 24% plus für jeden Gegner in kurzer Distanz steigt dein Waffenschaden boah, um 8%. Und für so einen Assassinen im Nahkampf ist das Gold wert. Ich muss irgendwas hier wegmachen. Ich gucke mir das später nochmal an, zunutze, setze ich zurück. Weil die letzten 3 Fähigkeiten muss ich mitnehmen. Ich habe eine Ich Zuflucht muss voll gefunden. und ganz auf Damage gehen. Schöner, bring alle her. Achso. Ich dachte, wir schaffen es nicht aus dem Sturm raus. Das ist kein Sturm. Seht mal, da ist jemand. Hey, ist das nicht der Wichser, der Jakob getötet hat? Mann, du hast es wirklich drauf, die Leute anzupissen. Das Drecksvieh lässt nicht locker. Ich auch nicht. Was Das geht bei nächste dem? Mal bringe ich ihn um. Hier oben, da ist was. Eine Art Außenposten. Sieht menschlich aus. Siehst du die Antenne da? Damit kann ich das Signal orten. Okay. Mission abgeschlossen. Ah, ich bin im Level nicht gestiegen. Jetzt gucken wir mal.
Da haben wir eine Nebenmission. Okay, erstmal die ganzen blauen Sachen zerlegen. Ich glaube, lila zerlegen wir jetzt auch erstmal, weil ich meine, die sind zwar Level 37, aber ich werde jetzt demnächst in der Weltstufe steigen und dann kriege ich auch Level 38er Sachen. Ich brauche jetzt nicht für ein Level hier, ich habe ja alles auf 36, die Sachen tauschen. Das ist mir jetzt auch zu blöd, deswegen zerlege ich, glaube ich, jetzt mal alles. Moment, bei der Pistole kann man nochmal gucken. Level 36, 37. Ja, nehmen wir mal was Neues, aber ansonsten... Ciao! So. Und hier... Ne, die Sachen behalte ich. Ja. Gucken wir uns nochmal die Karte an. Okay, die Map ist nicht so groß. Wir haben ja auch, glaube ich, nur eine Nebenmission, die wir annehmen können. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich glaube, für ein Level werde ich meine Ausrüstung nicht mehr ändern. Das lohnt sich für ein Level nicht. Die Wilden haben sich echt ausgetobt. Hab mir die Fahrzeuge näher angeschaut. Solche Waffen habe ich noch nie gesehen. Hat ihnen auch nicht geholfen. Ja, könnte uns aber helfen. Was meinst du? Vielleicht hat sich die Hauptstreitmacht beim Angriff abgesetzt. Wenn du ihre Technologie birgst, kann ich daraus was zusammenbasteln, das es in sich hat. Sowas kannst du? Vielleicht hat mir mein Alter doch was beigebracht. Jakob wäre stolz. Ich sehe mich mal um. Okay. Natürlich werden wir wieder zuerst die Nebenmission machen. Noch nicht die Hauptmission. Großes Schießeisen. Okay, ist aber... Ja. Okay, wir müssen trotzdem an der Hauptmission vorbei. Also ändert sich nichts daran. Aber bevor wir das alles machen, die ganzen Aufträge, Nebenmissionen etc., werde ich jetzt erstmal diese Folge beenden. Ich bin nur gespannt, in der nächsten Folge, da müsste ich jetzt... Ja, müsste ich definitiv Level 30 erreichen. Und sogar Weltstufe 12, sehe ich gerade. Das heißt dann für mich, dass ich dann hoffentlich die Klassenpunkte bekomme und theoretisch Gegenstandsstufe nochmal plus 2 erreiche. Dann kann ich nicht nur Level 38, sondern 39er Sachen tragen. Dann kann man wieder Ausrüstung sammeln und dann auch vernünftig wieder modifizieren, ausrüsten. Ja, sonst haben wir nichts. Hier August, Axt, Axt. Warte, ich wollte eine Sache nochmal gucken hier. Ist doch hier mein Tresor, oder nicht? Was zur Hölle willst du? Beruhig dich mal, Alter. Dein Team ist ja ein echtes Pulverfass. Nun, es soll ja interessant bleiben. Ich mach dir einen Vorschlag. Hä? Wer könnte euch allen angenommen? Das Leben retten? Ich bastle mir meine Ausrüstung nämlich gerne selber zurecht. Und ich werde viel Freizeit haben, während du da draußen so tust, als würdest du die Welt retten. Was habe ich denn angeklickt? Alles, was ich repariere, verkaufe ich für einen fairen Preis. Ich soll dich dafür bezahlen, mit Waffen rumzuspielen? Hey, das ist fachmännische Arbeit. Die kostet was. Niemand zwingt dich, was zu kaufen. Aber ich will das Beste aus diesem Selbstmordkommando rausholen. Du hast ja einiges an Ausrüstung. Ach so. Okay. Ja. Okay, was hat's denn für einen Shop? Was war das nochmal für ein Symbol? Okay, einfach nur ein Shop wahrscheinlich. Naja, okay. Ist ja jetzt auch egal, wir machen dann in der nächsten Folge genau an dieser Stelle weiter. Heute fasse ich mich einfach mal ganz kurz. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, um mich zu supporten, aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.